Guten Tag, Frau Heuer. Guten Tag. Kommen wir doch mal zum Tatort. Als Sie dort ankamen, wo lag da der Tote? Ziemlich nah bei den Verladekränen. Aber als wir kamen, wussten wir noch nicht, dass er tot war. Ja, natürlich. Wir haben hier ein paar Fotos vom Hafen. Vielleicht können Sie uns die Stelle noch mal genau zeigen. Kommen Sie doch mal ein bisschen näher, bitte. Zeigen Sie uns mal die Stelle, bitte, Frau Heuer. Wo lag der Tote? Träumen Sie? Können Sie sich nicht erinnern, Frau Heuer? Dort. Prima. Danke. Noch Fragen an die Zeugin, Herr Staatsanwalt? Frau Anwältin? Gut. Dann sind Sie für heute entlassen. Nee. Kommt nicht in Frage. Der Mann ist betrunken und hat randaliert. So. Und das glaube ich nicht. Edmund randaliert nicht, der singt. Mensch, bitte, nur lass ihn raus. Wir kennen den Mann seit Jahren. Er tut doch niemandem was. Ich verbürge mich nicht. Oh. Hallo Susanne, ha? Schon fertig bei Gericht? Hallo Sabrina. Hallo Susanne. Susanne, drinnen wartet eine Frau auf dich, eine Vergewaltigung. Sie will eine Aussage machen. Nee, heute nicht. Was soll das heißen? Ich kann das nicht mehr! Hey, was ist denn mit Susanne los? Oh, keine Ahnung, die ist schon die letzten Tage so komisch. Na, also was ist jetzt? Also Schluss jetzt! Es war Samstagnacht. Plötzlich stand ein Mann an meinem Bett. Er hat ein Messer und Butterfly. Es war so widerlich. Du hast ihn nicht erkannt. Wie denn? Es war dunkel und er hatte einen Strumpf über dem Kopf. Wann hast du es denn angezeigt? Hast du es keine Anzeige erstattet? Zu wem hätte ich denn gehen sollen? Zu mir? Ausgerechnet du! Du machst keine Anzeige! Ich weiß doch, was dann passiert! Ich kenne doch die Mühle, durch die man da gedreht wird! Okay, okay. Wie ist der Kerl in deine Wohnung gekommen? Durch die Terrassentür. Das ist meine Heimat. Danke. Da bin ich zu Hause. So, und wir gehen jetzt schön ins Wohnheim. Der Hafen, ja. Und da steht immer richtig aus, ne? Zu begleiten das Schiff mit der Fähne in Hand. Das Herz von St. Pauli, das ist. Sagen Sie bitte meiner Kollegin, dass ich schon vorausgefahren bin. Ja, mach ich. Und vielen Dank, Gott, ne? Schon gut. Tschüss, danke. Das ist meine Heimat in Hamburg. Da bin ich zu Hause. Ist dir sonst noch was an dem Typ aufgefallen? Sein Parfum. Er hat stark nach Parfum gestunken. Er ist aber nicht der Einzige. Hast du es erkannt? Ich riech's dauernd überall. Wäre schon ganz gut, wenn wir die Marke wüssten. Ich war vorhin bei Gericht. Der Richter hat so gerochen. Mein Nachbar, Wilmer aus der B-Schicht auch. Bei jedem Kerl, dem ich begegne, denke ich, der könnte es gewesen sein. Obwohl ich nicht mehr weiß, wie er aussieht. Wenn ich diesen Geruch in die Nase kriege, dann raste ich aus. Sie ist seitdem nicht hier gewesen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Spuren. Anzeige will sie immer noch nicht erstatten? Nee, will sie nicht. Kann ich mir schon vorstellen. Wie sich die Kollegen die Mäuler zerreißen würden. Eine vergewaltigte Polizistin. Gar nicht dumm, der Typ. Eine Polizistin ohne jede Türsicherung. Das könnte ein Serientäter sein. Ja, möglich ist alles. Gehen wir mal rüber? Ins Labor damit. Vielleicht finden die noch was. Hey!
Susanne jetzt? In der Pension. Komm, wir müssen uns noch um die Tür kümmern. Was hier so liest. Manche Frauen sind auch wirklich ganz schön leichtsinnig. Willst du damit sagen, eine Frau ist selber schuld, wenn sie vergewaltigt wird? Nö, das habe ich nicht gesagt. Deine Freundin Susanne, ist die auch selbst schuld, dass ein Kerl in ihre Wohnung einbricht und über sie herfällt? Hey, 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 was machst du mich eigentlich so an? Ich kann das nicht mehr hören, dieses, vielleicht wollen sie es ja und so. Aber das habe ich doch gar nicht gesagt. Weißt du, warum nur ein Bruchteil der Frauen überhaupt Anzeige erstatten? Weil sie Angst haben vor genau diesem Vorurteil. Hast du eine Ahnung, was in der Frau vorgeht, der sowas passiert? Ach, und woher willst du das wissen? Ich habe genug darüber gelesen. Ja. Gelesen. Volltreffer. Hier. Ein Typ mit Messer stand plötzlich neben meinem Bett. Und hat aufdringlich nach einem bekannten Eau de Toilette gerochen. Phoebus heißt das Zeug. Meine Schwester hat Geburtstag und ich wollte ihr ein Parfum kaufen, aber ich kenne mich da nicht aus. Naja, und die Verkäuferinnen, die wollen dann ja immer nur das Teuerste aufschwatzen. Da habe ich mir gedacht, ob Sie mir vielleicht... Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich könnte Sie danach als kleines Dankeschön auf eine Tasse Kaffee einladen. Hau ab! Entschuldigen Sie, ich habe doch nur gefragt, ob Sie mir helfen. Fass mich nicht an, geiler Bock! Okay, okay. Tut mir leid, es ist schon in Ordnung.
Zwei Fälle in einem Zeitraum von 1,5 Jahren. Das ist doch etwas wenig, um von einer Serie zu sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es derselbe Täter war, ist sehr hoch. Möglich, aber 2 Mal in 1,5 Jahren. Das sind 2 Fälle, von denen wir wissen. Die anderen sind vielleicht gar nicht angezeigt worden. Die Dunkelziffer bei Vergewaltigungsdelikten ist ausgesprochen hoch, das wissen wir doch. Na schön. Aber bis Ende der Woche müssen wir Ergebnisse haben. Und was ist, wenn wir nichts liefern? Werden wir dann ins Fundbüro versetzt, oder was? Fundbüro. Alles gut. Das muss ich mir merken. Alles? Ich traue mich kaum noch auf die Straße. Ich gerate schon in Panik, wenn mich bloß einer anspricht. Das ist doch kein Zustand! Ich weiß, Susanne. Ich weiß. Wie können wir dir helfen? Ihr müsst ihn finden. Wenn du Anzeige erstatten würdest, wäre alles ein bisschen leichter. Sabrina, ich kann das nicht! Mensch, Susanne, was ist denn los mit dir? Du warst doch früher ganz anders. Ich kapiere das einfach nicht. Aber jetzt lassen wir das mal. Im Augenblick reicht es, wenn wir davon wissen. Gut. Ich sag jetzt nichts mehr. Susanne, vielleicht ist dir noch irgendetwas eingefallen. Das kleinste Detail, alles. Alles kann uns weiterhelfen. Es gab übrigens schon einmal einen solchen Fall. Derselbe Täter? Möglich. Er wird es wieder tun. Wir müssen ihn finden. Wir arbeiten daran. Wie wäre es denn, wenn du ab jetzt wieder zu Hause schlafen würdest? Kannst dich ja nicht ewig verkriechen. Naja. Die Tür. Was, Frank? Ja. Wir brauchen einen Spezialisten. Tag. So. Jetzt nur noch ein Glaser, dann ist alles wieder in Ordnung. Siehst du, mit relativ einfachen Mitteln kann man ein Haus schon ziemlich sicher machen. Manfred. Danke. Die Hälfte aller Einbrüche, zu denen ich komme, hätte vermieden werden können, wenn die Leute nur richtig abschließen würden. Das kostet aber ein Abendessen, ne? Susanne ist bis Weihnachten ausgebucht. Wie wäre es denn, wenn du mit mir vorlieb nehmen würdest, ersatzweise? Verlockendes Angebot. Und wann? Don't call us, we call you, hm? Das habe ich befürchtet. Okay. 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 Thank you.
Freund von einem, muss ich euch echt noch kurz erzählen. Der hat mir nämlich jetzt schon 2 Wochen vor Ostern einen echten Osterhasen geschickt. Und dazu hat er geschrieben, liebe Christiane, für dich ein Meister Lampe. Und ich habe den dann auch sofort an die Steckdose angeschlossen. Aber der hat nicht gebrannt, nur gezuckt. Na, ist egal. Ihr habt bestimmt schon von der ganz neuen, brandneuen deutschen Welle gehört. Denn die Künstler entdecken jetzt die Volkslieder total neu. Und heute habe ich einen für euch eingeladen. Es ist ein echter Großteil. Na, Frau Lapin. Na, und Herr Hutmann. Ich habe gerade noch Licht gesehen und habe mir gedacht, ich bringe Ihnen Ihren Toaster heute noch zurück. Danke, sehr nett. Tja, war nur ein Kontakt locker. Gut. Schönen Abend noch, wünsche ich Ihnen auch. Bis bald. Danke. Dass man in einer solchen Situation nicht auf sowas achtet, aber vielleicht konnten Sie erkennen, was das für ein Messer war. Es war groß. So groß ungefähr. Mit einem Griff aus 2 Teilen. Zum Zusammenklappen. Ein Schmetterlingsmesser. Wieso etwas heißt. Na klar. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Er hat stark nach Rasierwasser gerochen. Glauben Sie, Sie würden den Geruch wiedererkennen? Werde ich nie vergessen. Niemals. Beinahe hätten wir ihn gehabt. Wieso nur beinahe? 2 Nachbarn haben ihn gesehen und verfolgt, aber er hat sie mit dem Messer bedroht. An seiner Jacke fehlt jetzt was. Hier, riech mal. Haben wir eine Beschreibung? Nur, dass er eine Tätowierung auf der Schulter hat. Eine Rose.
Wir finden den Kerl, das verspreche ich Ihnen. Es ist gut, dass Sie die Polizei gerufen haben. Guten Morgen. Kommen Sie ein paar Mal ein? Guten Morgen, Alex. Morgen. Morgen. Was soll denn das sein? Das soll alles eine Sitte? Mhm. Ich brauche ja einen Lastwagen. Ja, ich weiß, du bist wirklich überarbeitet. Morgen, Mädels. Morgen. Ach, morgen. Aber ich habe gehört, euer Parfümiert hat wieder zugeschlagen heute Nacht. Ja, allerdings. Ja. Es glaubt sogar Jensen, dass wir es mit einem Serientäter zu tun haben. Da ist noch was, was mich irritiert. Hm? Der erste dokumentierte Fall war vor anderthalb Jahren. Der zweite ist von letzter Woche. Ja. Und dann gestern. Was war in der Zwischenzeit? Alas, was ist das denn? Kombucha. Ein Pilz, der Wunder wirkt. Hoffentlich. Vielleicht war der Kerl im Knast. Was bringt, jetzt haben wir dich beim Denken erwischt. Tja, ich sehe eben nicht nur wahnsinnig gut aus, ich bin auch noch unheimlich intelligent. Morgen zusammen, wo ist denn Alas wieder hin? Der gießt seinen Pilz. Ja, dann könntest du das vielleicht mal überprüfen. Ob irgendwelche Serientäter in der letzten Woche entlassen wurden. Ja, und check auch gleich die Einbrecher. Für euch mache ich doch fast alles. Habt ihr noch einen Tipp für mich? Ja, der Täter hat eine Rose auf die Schulter tätowiert. Okay, kümmere ich mich drum. Was ist denn, wenn er nicht anderthalb Jahre untergetaucht war? Wenn er die ganze Zeit aktiv war? Hm? Wo kann eine Frau hin, wenn sie nicht zur Polizei will? Also auf den Flüchtenden passte die Beschreibung des Mordverdächtigen. Ja. Was passierte dann? Wir verfolgten ihn und schnitten ihm den Weg ab. Am Eingang des Tunnels haben wir ihn dann gestellt. Er zog ein Messer. Und so ein Messer? Es war ein Butterfly, ja. Hiermit hat er Sie bedroht? Er klappte es auf, ja. Ich zog meine Pistole und rief, er soll es fallen lassen. Hat er Widerstand geleistet? Nein, nein. Wir legten ihm Handschellen an und führten ihn ab. Vielen Dank, Frau Heuer. Noch weitere Fragen an die Zeugin, Herr Staatsanwalt? Nein. Frau Anwältin? Nein. Auch nicht? Dann ist die Zeugin hiermit entlassen. Und warum dauert die Inspektion so lange? Ich brauche die Maschine morgen wieder. Hm. Ja, ist gut. Die Frauen von der Notrufzentrale haben gefaxt. Vier weitere Fälle quer durch die Stadt, aber alle anonym. So, Mädels. Mit eurem Tätowierten leider Fehlanzeige. Ich habe alle Knackis gecheckt, aber... Schade. Naja, trotzdem danke. War mir ein Fest. Vielleicht überkommt sie ihn ja nur an einem bestimmten Wochentag. Nein. Tschüss. Tschüss. Habe ich auch gedacht. Aber es geht quer durch die Woche. Aber die Abstände zwischen den Vergewaltigungen werden kürzer. Scheiße. Da können wir ja aufs nächste Mal warten. Und wir haben keinen einzigen Anhaltspunkt. Hallo, Susanne. Was ist denn los? Ich habe ihn gesehen. Ja, und? Hast du die Kollegen gerufen? Ist er verhaftet? Mensch, rede doch! Wo? Wo hast du ihn gesehen? Bei Gericht. Es ist der Richter. Richter Reifenberg. Er hat das Messer genauso zugeklappt wie der Mann in der Nacht. Und er riecht genauso. Oder kennt ihr einen Richter, der mit einem Butterfly umgehen kann? Weißt du, was du da sagst? Reifenberg soll der... Der Mann ist verheiratet. Der hat den allerbesten Ruf als Richter und privat. Er ist es! Thank you.
wisst ihr endlich. Na, dir verrate ich wieder mal, wo ich hingehe, wenn ich was Schönes unternehme. Stefan wird mir das nie verzeihen. Kann ich ein Mineralwasser bekommen? Mit oder ohne? Mit Kohlensäure. Das übertreibst du aber. Willst du mal schmeckt klasse. Also schieß los. Ich habe was rausgekriegt. Susanne, Olivia Lapin und die erste Frau. Die vor anderthalb Jahren. Alle drei hatten was bei Gericht zu tun. Und jetzt rate mal, wer der Richter in allen drei Prozessen war. Hm? Reifenberg? Genau. Ja, das kann doch Zufall sein. Zufall? Drei von drei? Wir haben sieben Fälle. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Bei den anderen, da haben wir keine Namen. Das weißt du ganz genau. Aber ich wette mit dir um mein Motorrad, dass die auch irgendetwas mit dem Gericht zu tun haben. Mit diesem sauberen Richter Reifenberg. Das sind alles Vermutungen. Was ist denn damit anfangen? Wir gehen hin, ziehen dem Kerl das Hemd aus und wenn er eine Rose auf der Schulter hat, dann ist er. Na wunderbar. Und wenn es nicht ist, dann können wir gleich unser Entlassungsgesuch schreiben. Hm? Du hast doch nur Schiss, weil es ein Richter ist. Wenn es jetzt ein Zuhälter wäre oder ein Penner, dann wären wir doch schon unterwegs. Na ja, ja. Nehmen wir mal an, das ist es. Was haben wir gegen ihn in der Hand? Das Parfüm, die Messerübung, die Tätowierung und alle Opfer hatten was mit ihm am Hut. Alles nur Hypothesen, darauf lässt sich kein Richter ein. Und selbst wenn er eine Rose auf der Schulter tätowiert hat, das beweist gar nichts. Solche Gewaltaktionen sind nicht das Richtige. Wir haben nur eine Chance, Sabrina. Wir müssen ihn überführen. Ich habe da ein Problem. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich mich Susanne gegenüber benehmen soll. Wieso? Bei dem anderen Opfer hattest du doch solche Schwierigkeiten nicht. Diese Lapin, die habe ich ja auch nicht gekannt. Außerdem hat die sich völlig korrekt verhalten und gleich die Polizei gerufen. Und Susanne? Du kannst ja auch nur so locker mit ihr umgehen, weil du sie nicht vorher gekannt hast. Das stimmt nicht. Ach. Ich kann mich einfach sehr gut in ihre Situation versetzen. Es spielt keine Rolle, ob ich sie gut kenne oder nicht. Kommt jetzt wieder die Psychologin, oder Nein. was? Und warum glaubst du... Du meinst doch nicht. Ja. Na ja, beinahe. Es war schlimm genug. Glaub mir, ich weiß wirklich, wie so eine Frau aussieht, der sowas passiert. Ja. Gott sei Dank ist das eine Erfahrung, die ich nie machen werde. Unsinn, Sabrina. Das kann jeder Frau passieren. Es braucht doch gar kein Fremder zu sein. Du lädst einen alten Bekannten zu dir ein. Jemanden, den du magst, dem du vertraust. Und dann... Naja, dann... Für euch. Das ist eine sehr, sehr heikle Angelegenheit. Naja, das denken wir auch. Deshalb wollen wir uns ja mit Ihnen abstimmen. Falls Reifenberg wirklich der Täter ist, haben wir nur eine Chance, ihn zu überführen. Wir müssen warten, bis er wieder zuschlägt. Ja, ich komm ja gleich. Das Ganze muss
sehr, sehr diskret gehandhabt werden. Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn er mitbekommt, dass wir gegen ihn ermitteln. Ja. Dann rührt er sich nicht mehr. Und wir bekommen eine Menge Ärger. Ich bekomme eine Menge Ärger. In Ordnung. Sie haben meine Unterstützung. Aber sonst zu keinem ein Wort. Auch nicht zu den Kollegen. Chef? Hm? Manchmal könnten Sie einem direkt sympathisch werden. Danke. Nacht. Nacht. Ihr Name ist Ursula Markgraf. Ja. Und Sie sind Studentin? Ja. Kommen Sie doch ruhig ein bisschen näher. Was studieren Sie denn? Kunst an der HFBK. Ah ja. Und wo wohnen Sie? In der Bülowstraße 13. Allein oder in der Wohngemeinschaft? Alleine. Da haben Sie ja Glück. Es ist ja heutzutage für eine Studentin gar nicht mehr so leicht, eine Wohnung zu finden. Na ja, es war nicht einfach, aber hat ja geklappt. Ja, Frau Markgraf, dann erzählen Sie uns doch mal, was Sie am Abend des 13. Juli beobachtet haben. Entschuldigung, dürfte ich Sie was fragen? Habe ich Sie erschreckt? Es tut mir leid. Ja, Entschuldigung, ich war so in Gedanken. Sie waren die letzten Tage so häufig in meinen Verhandlungen. Hat das einen bestimmten Grund? Nö. Nö. Eigentlich nicht, nee. Sie sind ja bei der Kripo. Wenn ich mich richtig erinnere, ermitteln Sie in irgendeinem Fall? Ich wäre schon gerne darüber informiert, wenn man während meiner Verhandlungen Observationen und Ermittlungen durchführt. Nein, ich bin nicht dienstlich hier, jedenfalls nicht direkt. Indirekt? Ja, ich war neulich mal bei einer Verhandlung und da ist mir aufgefallen, dass es so viele Fälle gibt, die... Ja, die werden von der Polizei verbockt, verstehen Sie, weil wir Fehler machen. Und tja, jetzt habe ich eine Woche Urlaub und da habe ich mir gedacht, ja, schau dir mal ein paar Prozesse an, dann siehst du gleich, was den Richter und den Staatsanwalt wirklich interessiert. Tja, und an meinem nächsten Fall, da gehe ich schon ganz anders ran. Ja, ist prima, wenn Sie was lernen können. Tja. Jetzt muss ich los. Ich denke, wir sehen uns noch die Tage. Ob wir uns sehen. Was habt ihr eigentlich auf der Wache gesagt, als ihr mich angefordert habt? Oh ja. Die Wahrheit? Dass wir jemand brauchen für eine Observation. Und zwar möglichst eine Frau, weil es unauffälliger ist. So. Ich gehe jetzt. Gut. Sabrina löst dich um 3 Uhr ab. Okay, wenn was ist. Ich gebe laut. Tschüss. Schlaf gut. Morgen. Guten Morgen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ja. Wenn er sie tröstet, du dich auch nicht. Wie? Ja, ja, sicher. Das ist eine verdammt heikle Angelegenheit. Ich hoffe nur, dass alles bald vorbei ist. Ja. Wir sind uns sicher, dass er sich das nächste Opfer schon ausgesucht hat. Heute Morgen hat er nämlich schon die Wohnung ausgekundschaftet. Der wird bald zuschlagen. Es darf Ihnen kein Fehler unterlaufen. Morgen. Wenn diese...
Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Wenn diese Sache schief geht und wir nicht beweisen können, dass Reifenberg unser Serienvergewaltiger ist, dann werden wir ins Fundbüro versetzt. Wenn es nicht noch schlimmer kommt, Chef. Das haben wir gern. Nachts die zentnerschweren Männer stemmen und dann im Dienst gähnen. Noch so ein Spruch und du brauchst einen neuen Hut. Untersteh dich. Oh, sie liebt uns nicht mehr. Hat Geheimnisse vor uns, ha? Steckt sich hinter Jensen. Das ist nicht fair, du. Wisst ihr, was das Besondere an dem Geheimnis ist? Dass ich's nicht verrate, ha? Von Amsel. Elster von Amsel. Elster hört? Ist sie zu Hause? In ihrer Wohnung ist Licht und ich habe sie eben gesehen. Ich glaube, sie geht jetzt schlafen. Was gibt's bei euch? Alles ruhig. Leider. Tut sich nichts. Scheiße. Hey, pass auf. Komm, ich ruf dich zurück. Wir sind so schnell wie möglich bei dir. Du meldest dich sofort, wenn was passiert, okay? Verstanden. Er ist gerade gekommen. Was tut er? Er schaut sich um. Jetzt geht er Richtung Innenhof. Beeilt euch, Mensch!
noch mal. Hier. Halt dich fest, es passt. Er ist jetzt im Hof, ich kann ihn nicht mehr sehen. Wo bleibt ihr denn, Mensch? Du musst hinterher, Susanne. Allein? Wir sind unterwegs, der Frau darf nichts passieren. Aber ich... Wir sind gleich da, du musst da rein, Susanne. Ich schaff das nicht alleine. Doch, sie schafft es. Los, los, du kannst es, Susanne, du kannst es. Verdammt. Warum haben wir sie nur allein gelassen? Wer konnte denn mit solchen Idioten rechnen? Sie die Waffe weg! Sonst passiert ihr was! Lass sie los! Schmeiß weg die Waffe! Stehen bleiben! Schieß aus! Schieß! Schmeiß weg! Los! Lassen Sie das Mädchen los! Reifenberg! Ah! Werfen Sie das Messer weg! Lass. Maske runter. Na los, wird's bald! Susanne. Jetzt mach keinen Scheiß. Wir haben ihn doch. Das überlass ihn uns, okay? Es ist vorbei, Susanne. Okay. Schickt uns einen Wagen, aber schnell, okay? Ich geh schon mal runter. Susanne.